Neulich fand der 8. Lauf der Formel 1 E-Sports-Meisterschaft 2022 statt und wie ihr wahrscheinlich alle wissen solltet, ging es da nach Mexiko. Und in diesem Rennen ging es wirklich richtig zur Sache. Da gab es einige sehr interessante und teilweise auch kontroverse Szenen, wie ich persönlich finde. Und da wollen wir heute mal ein bisschen im Detail drüber sprechen. Tja, die Tabelle, die wir hier gerade im Hintergrund sehen, die ist leider schon aktualisiert. Das ist quasi der Stand vor dem USA Grand Prix, also nach Mexiko. Tut jetzt allerdings auch nicht so viel zur Sache, denn die Kerninformation, die wir aus dieser Tabelle eigentlich entnehmen können, auch schon vor dem großen Preis von Mexiko, ist einfach, dass es dieses Jahr wirklich sehr, sehr eng zugeht. Wir haben da vorne einen Blakely mit 124 Punkten, der sehr stark gestartet ist in die Saison, dann ja ein bisschen nachgelassen hat. Wir haben einen Barry Burumant, den Teamkollegen von Blakely, der mittelmäßig bis gut gestartet ist und dann immer besser geworden ist und jetzt scheinbar wirklich auf dem absoluten Peak ist, hat ja diese Saison auch schon seinen ersten E-Sports-Sieg sichern können. Dahinter haben wir dann den Frederik Rasmussen, der ja irgendwie gefühlt in jedem Rennspiel mit vorne bei der Welt dabei ist. Der mischt sich immer irgendwie vorne mit ein, hat aber noch nie einen E-Sports-Titel gewonnen. Okay, ich merke gerade, diese Aussage muss ich korrigieren. In Formel 1 hat er noch nie einen E-Sports-Titel gewonnen, in anderen Spielen durchaus. Dahinter haben wir dann das absolute Wunderkind oder für mich meiner Meinung nach die größte Überraschung in dieser F1 E-Sports-Meisterschaft 2022, nämlich den Newcomer Thomas Ronha, der ja auf Anhieb wirklich mit vorne absolut dabei gewesen ist und sich auch schon mindestens einen Sieg in dieser Saison hat sichern können. Und dahinter dann etwas abgeschlagen, aber immer noch nicht so weit entfernt, haben wir dann den amtierenden E-Sports-Champion und Doppelweltmeister Jano Obmer im Mercedes. Tja, und ich denke, unter diesen fünf Fahrern wird sich die diesjährige E-Sports-Meisterschaft dann letztlich auch entscheiden, denn alle anderen sind einfach zu weit entfernt und wir müssen auch darauf gucken, dass wir jetzt auch nur noch ganze drei Rennen haben nach dem Austin Grand Prix. Da geht es nur noch nach Suzuka, nach Brasilien und nach Abu Dhabi. Also viele Punkte sind da nicht mehr zu vergeben. Das bedeutet, der große Preis von Mexiko, der war durchaus ein sehr, sehr wichtiges Event für alle E-Sports-Fahrer, die mit vorne dabei sind. Und das hat man dann ja auch gesehen. Obmer ist im Qualifying mal wieder aufgeblüht, konnte den Mercedes relativ weit nach vorne stellen. Und ihr wisst ja, oder habt sicherlich auch schon selber herausgefunden, im E-Sports-Bereich ist es einfach so, dass Qualifying schon 80% der gesamten Performance eigentlich ausmacht. Ja, wenn du im Qualifying hinten bist, dann hast du enorme Schwierigkeiten, nach vorne zu kommen. Und das merken wir ja nicht nur im E-Sports-Bereich, sondern auch im Amateur-Bereich, wo ich jetzt spiele oder die meisten von euch auch. Tja, es ist jetzt tatsächlich ein bisschen schade, dass wir bei der Ansicht, die wir hier gerade im Hintergrund laufen haben, nicht die Reifen sehen, die die Fahrer aufgezogen haben. Denn dadurch, dass das Reglement ja dieses Jahr etwas anders gestaltet ist, dass man nicht mehr auf den Reifen starten muss, mit denen man sich qualifiziert hat, gibt es natürlich auch deutlich unterschiedliche Reifenstrategien, die E-Sports-Fahrer da anwenden. Fahren manche auf Mediums los, manche auf Hard, jetzt sieht man es gerade, vereinzelte sogar auf Soft, wie zum Beispiel der Simon Weigang. Und das führt natürlich dazu, dass du, wenn du jetzt auf dem weicheren Compound bist, dass du in sehr, sehr kurzer Zeit versuchst, an deinem Vordermann vorbeizukommen, weil du willst natürlich den weicheren Compound dann auch bestmöglich ausspielen können. Und das wiederum führt dazu, dass die E-Sportler logischerweise versuchen müssen, fast jede Lücke oder jede Chance sofort zu nutzen, die sich halt auftut. Und das wiederum führt natürlich auch zu gewissen Unstimmigkeiten, wie wir ja zum Beispiel beim großen Preis von Mexiko auch gesehen haben. Tja, wir sind jetzt hier schon quasi bei der Halbzeit des Rennens angelangt. Obmer ist jetzt gerade an der Boxengasse und zieht sich frische, harte Reifen auf, ist damit eine Runde länger draußen geblieben als Frederik Rasmussen. Und wie wir jetzt gerade an der Boxenausfahrt sehen können, er fährt ein bisschen rechts und links, um die Reifen aufzuwärmen. Aber wir sehen, er kommt vor Rasmussen raus, obwohl er ihn geovercuttet hat sozusagen. Was interessant ist, kann natürlich sein, dass Rasmussen dann einen Überholvorgang irgendwie machen musste im Mittelsektor oder wie auch immer. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt des Rennens war Obmer halt net P1 und das war natürlich ungünstig für den Rasmussen, der hier nach seiner grandiosen Pole Position eigentlich wieder mit einem nächsten Sieg kalkuliert hat. Und der scheint ja hier in Mexiko auch ein sehr, sehr starker Fahrer zu sein, denn er hat ja hier eine Pole Streak, wie ich auf Twitter die Tage zufälligerweise mal gelesen habe. Tja, aber wie das halt im F1 E-Sports Bereich so ist, wegen den unterschiedlichen Strategien, wenn man jetzt hier im zweiten Teil des Rennens ist und die Fahrer dann plötzlich ihre Strategien quasi getauscht bzw. gewechselt haben, die
am Anfang auf Hard gewesen sind, sind jetzt halt auf Medium und die am Anfang auf Medium waren, sind jetzt auf Hard, dann wird das Ganze natürlich nochmal alles so ein bisschen durcheinander gewürfelt, denn wir sehen jetzt zum Beispiel einen Thomas Ronha, der halt lange draußen geblieben ist, viele Plätze gedroppt hat nach hinten, aber der jetzt halt auf richtig schnellen Reifen unterwegs ist. Und dadurch, dass die Rennen jetzt halt 50% Renndistanz haben, kommen halt diese Strategiespielchen viel, viel besser zum Tragen als bei den vorherigen, ich glaube, das waren 35%, die wir in den vergangenen Saisons bisher immer gesehen haben. Also definitiv, die 50% Rennen, die machen mehr Bock insgesamt für die Fahrer, denke ich, und halt auch für die Zuschauer, weil es gibt einfach viel mehr strategische Möglichkeiten. So, wir springen mal zur Runde 26, sind on board mit Thomas Ronha, der sich aktuell auf P5 nach vorne gearbeitet hat mit seinen Medium-Reifen, die ja zu dem Zeitpunkt des Rennens dann deutlich schneller waren als die harten der direkten Konkurrenz. Und der hat gerade den Lucas Blakely, den Führenden aktuell in der Fahrerweltmeisterschaft, überholt. Und ja, jetzt gleich wird es richtig spannend, denn wir sehen, wir haben zu dem Zeitpunkt des Rennens noch 10 Runden auf der Uhr. Ronha jetzt hier auf der Außenseite versucht es jetzt hier in diese Bremszone rein, aber wir sehen auf der Innenseite, der Alpha Tauri bremst da sehr, sehr spät, aber die nächste Kurve ist eine Rechtskurve. Das bedeutet, Ronha ist da wieder dann auf der Innenseite und kann dadurch, dass er sich halt vorne vor der Kurve quasi rechts positioniert hat, kann dann für die nächste Rechtskurve sich dann innen positionieren, um dann darauf vorbeizugehen. Also echt gut gemacht. Und hier im Mittelsektor sieht man dann auch schon, wie schnell er sich dann auch wieder absetzen kann von Josh Idowu auf der fünften Position. Also der Reifenunterschied ist dann doch schon ziemlich eklatant, aber man muss natürlich auch sagen, Ronha ist aktuell auf jeden Fall einer der Titelanwärter und somit logischerweise dann auch einer der schnellsten im Feld. Zumindest halt auch im Qualifying auf eine Runde gesehen. Und ja, jetzt kommen wir gleich zur kritischen Szene. Die hat sich nämlich kurze Zeit hiernach ereignet, als Bari Boroman Frederik Rasmussen überholt hat. Wir sehen ganz vorne Jarno Opmeer, der hat seinen Abstand jetzt schon auf 1,6 Sekunden ausgebaut, hat also das DRS schon gebrochen, was natürlich das absolute Traumszenario ist für einen E-Sports-Fahrer, denn dann ist es wirklich schwer, da wieder reinzukommen, und Jarno hat in diesem Rennen wirklich eine absolut kranke Pace, also der ist wirklich sehr, sehr stark gefahren. Und jetzt wird es interessant, denn Ronha möchte hier den Rasmussen überholen, ist hier auf der rechten Seite, bremst hier in diese Kurve rein, positioniert sich dann rechts, weil er weiß, halt die nächste Kurve ist wieder eine Rechtskurve, möchte da dann innen sein. Beide Fahrer schenken sich hier aber nichts. Und jetzt hat Ronha die gleiche Möglichkeit wie eben auch schon. Er positioniert sich jetzt hier rechts, um in der nächsten Kurve wieder rechts zu sein. Nur mit dem Unterschied, dass er jetzt deutlich später gebremst hat als Rasmussen auf der linken Seite und schickt ihn jetzt hier richtig weit, ja? Also, da haben nicht beide Fahrzeuge nebeneinander gepasst. Rasmussen wird da rausgedrückt, kriegt dafür eine 3-sekündige Zeitstrafe für Track Limits. Aber das wäre theoretisch noch eine Strafe gewesen, die man hätte sicherlich aberkennen lassen können, ja? Weil er wurde ja ganz offensichtlich von der Strecke gedrängt, so ein bisschen, ja? Ich meine, das ist natürlich wieder im Eifer des Gefechts passiert. Ronha weiß natürlich, er muss da vorbeikommen und wollte es genauso machen wie gegen seinen Kontrahenten vorher auch. Nur Rasmussen wollte halt hart dagegen halten und hat es dann letztlich natürlich auch gemacht. Aber gut, ich meine, meiner Meinung nach ist das sogar noch eine normale Rennsituation. Da wollen halt zwei Fahrer durch eine Kurve durchfahren, wo du eigentlich nicht Rad an Rad durchfahren kannst. Und Rasmussen hat vielleicht gehofft, dass Ronha ihn quasi außen wieder passieren lässt oder mal kurz Luft. Aber ich meine, in so einer Situation, wenn du überholen willst, dann luftst du halt nicht. Ja, du versuchst halt vorbeizukommen. Von daher, gut, lassen wir es einfach mal so stehen. Die kontroverse Szene, die kommt jetzt gleich nämlich, denn jetzt ist Rasmussen hinter Ronha, hat halt diese unberechtigte 3-sekündige Zeitstrafe, was natürlich ungünstig ist. Und jetzt haben wir gerade oben gesehen, dass Rasmussen eine nächste Strafe bekommen hat, und hier sehen wir es. Der Rasmussen, der fährt den Ronha wirklich an dieser Stelle komplett über den Haufen, was ich so in dieser Art im F1 E-Sports Bereich, glaube ich, noch nie gesehen habe. Also das war wirklich wild. Und ich hätte eigentlich auch nicht gedacht, dass sowas mal passieren könnte, aber wir sehen hier ganz klar, er lenkt deutlich früher ein, als es normalerweise üblich gewesen wäre, und nimmt halt den Kauf, den Ronha jetzt hier komplett von der Strecke zu drücken. Und Ronha hat wirklich Glück, er hat Glück, dass er da nicht in der Wand eingeschlagen ist, weil wenn er jetzt dadurch kaputt gegangen wäre, dann wären vielleicht die E-Sports Ambitionen weg gewesen, ja? Also das war schon eine ziemlich harte Sache. Und ich weiß
auch nicht ganz genau, wieso er das letztlich gemacht hat. Ich glaube, er war einfach angefressen von der Gesamtsituation. Ich glaube einfach, dieses Manöver vorher, da wo der Ronha ihn so ein bisschen weit gedrückt hat, um da vorbeizukommen, sodass Rasmussen dadurch die 3-sekündige Zeitstrafe gekriegt hat, sodass Rasmussen halt auch Zeit verloren hat zum Trainer vorne. Und halt einfach diese Gesamtsituation. Da ist, glaube ich, alles komplett übergekocht. Und das hat dann letztlich dazu geführt, dass so eine, wie ich persönlich finde, unschöne Szene, die auch noch deutlich dramatischer hätte enden können, dort stattgefunden hat. Tja, wie bewertet ihr die ganze Situation? Wie habt ihr das Rennen so wahrgenommen? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare und ansonsten lasst diesem Video doch gerne einen Daumen nach oben da, falls euch gefallen haben sollte und gegebenenfalls auch ein Abo, falls ihr neu sein solltet auf dem Kanal. Und dann sage ich danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal, haut da rein.